Chloe ist in der 10. Klasse. Heute hat sie ihr erstes Vorstellungsgespräch. Einmal den ersten Testlauf. Und zwar geht der Test 45 Minuten mit einer Immobilienfachfrau, die als Freiwillige für Pro Juventute mitmacht. Während dem Gespräch wird das Bewerbungsschreiben angeschaut. Es geht aber auch um Sachen wie die Körperhaltung. Von den Fragen her läuft es wie ein normales Vorstellungsgespräch ab. Hallo, Chloe. Wenn ich Ihre Eltern oder Kollegen würde fragen, welche drei Charaktereigenschaften Sie besonders auszeichnen, was würden Sie sagen? Que je suis hyper généreuse. Dass ich sehr grosszügig bin, dass ich den Leuten bei Schwierigkeiten immer helfe. Und meine Mami sagt immer, dass ich immer zuerst für die anderen schaue und mich selber aber fast vergesse. Ich bin trop prêt à me sacrifier. Pour les gens et du coup que je m'oublie des fois un peu. C'était pas agréable, mais pas trop stressant non plus parce que. Es ist nicht angenehm gsi, aber auch nicht so stressig. Die Frau hat sich wohl gefühlt und ich mich darum auch. Ich weiss jetzt ungefähr, was für Fragen sie stellen und bin jetzt besser vorbereitet. Mieux préparé. Die Chloe weiss noch nicht genau, was sie später mal machen will. Sie ist eine von rund 30 Schülerinnen und Schülern der Bieler Schule Filière Bilingue, die hier mitmacht. Das Ziel von Pro Juventute ist, dass die Jugendlichen etwas mit auf den Weg bekommen, was es im normalen Unterricht nicht gibt. C'est vrai que la transition école-métier, c'est une transition difficile pour les jeunes. Der Übergang von der Schule ins Berufsleben ist sehr schwierig für die Jugendlichen. Das Projekt macht es möglich, die Jugendlichen in dieser schwierigen Phase zu unterstützen, weil sie haben in dieser Phase so viele Sorgen und andere Probleme. Es ist ein Probelaufen in einem sicheren Rahmen. Aujourd'hui, enfin durant cette phase, donc là, c'est vrai que c'est une mise en scène dans un cadre sécurisé qui est l'école. Seit dem Schuljahr 2023 haben schon mehrere Schulen aus der Region, ob Deutsch oder Französisch, das Angebot genutzt. Pro Juventute merkt aber auch, dass das Programm nicht alle Schulen interessiert. Ein paar nehmen sie Lehrplan auf, weil sie wissen, dass sie zum Beispiel im November beim Bewerbungstraining mitmachen wollen. Das Ziel ist es, dass der Tag jedes Jahr in den Schulen fest verankert wird, damit die Lehrpersonen das alle Lehrplan aufnehmen können. Ein Angebot, das aber auch Freiwillige braucht. Die meisten sind Personalvermittler oder Lehrlingsausbilder, die die Erwartungen der Unternehmen gut kennen und auch wissen, wie mit den Jugendlichen umzugehen ist. Je l'ai trouvée très à l'aise. Elle était assez préparée. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich recht wohl gefühlt hat. Sie war ziemlich gut vorbereitet. Was ich etwas speziell gefunden habe, war, dass sie sich für etwas beworben hat und während dem Gespräch ihre Meinung geändert hat. Pour une chose, et puis entre-temps, elle a changé d'avis. Im letzten Jahr haben in der Westschweiz über 2600 Schülerinnen und Schüler bei diesem Programm mitgemacht.